SPD-Fraktion spricht der Kollege Prof. Dr. Martin Neumann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Schulz, was Sie geboten haben, war sehr dünn. Das muss ich an der Stelle sagen. Und lassen Sie es mich aus eigener beruflicher Erfahrung und lassen Sie mich auch darüber reden, an welchen Punkten Sie tatsächlich oberflächlich über die Dinge hinweggehen und Verunsicherung schüren, die ja tatsächlich im Volke vorhanden ist. Ich sage Ihnen an der Stelle, wir sind auf dem richtigen Weg. Und in der Anhörung im Ausschuss, da waren Sie auch dabei, hat Frau Professor Wintermantel, die Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz, ja viele Dinge gesagt, die Sie nicht hören wollten offensichtlich. Ich werde auf einige Dinge eingehen. Sie hat unter anderem auch gesagt, dass wir mit Bologna eine der tiefgreifendsten Reformen seit 200 Jahren im deutschen Hochschulsystem haben. Bologna ist gut für Studierende. Bologna ist gut für Deutschland und auch für Europa. Und meine Damen und Herren, und wir werden es ordentlich machen. Sie haben 11 Jahre lang Zeit gehabt, etwas zu tun. Sie haben nichts getan. Sie haben das Geld in Autos gesteckt und nicht in die Bildung. Meine Damen und Herren, wir reden über die Qualität von Vermittlung von Wissenschaft in Lehre und Forschung. Und wir reden auch über Qualitätsansprüche. Es ist eine ganze Menge zu sagen, wie man an bestimmten Stellen die Qualität erhöhen kann. Eines muss aber klar sein, und das verunsichern mit Ihren Worten, verunsichern Sie immer wieder die Diskussion. Bologna ist und bleibt ein Prozess zur Organisation der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Lehre in unterschiedlichen Bereichen. Der Antrag von Union und FDP hat deshalb die Zielstellung, den Bologna-Prozess zu qualifizieren und weiterzuentwickeln, und zwar gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen. Und Sie machen den Eindruck an dieser Stelle, als wenn der Bund tatsächlich in die Autonomie der Hochschulen hier eingreifen soll. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Gestaltungskraft der Hochschulen fördern und begleiten. Meine Damen und Herren, die Studierendenproteste Ende letzten Jahres haben deutlich gemacht, und Ihr Kollege Zöllner war gestern bei einem Forum, ich war also auch Gast, Sie waren nicht dort. Er hat gesagt, er hat vor Studentenprotesten gestanden. Da waren in dem Hörsaal 7 Studierende. Die hat man nicht weggetrieben, sondern man hat versucht, eine Diskussion zu machen. Reden Sie mal mit Ihren Kollegen an der Stelle. Ja, ich auch. Ich bin jede Woche in der Hochschule. Ja, so ist das. Meine Damen und Herren, wir müssen neben den kritischen Punkten, die will ich überhaupt nicht unterstellen an der Stelle, sondern wir müssen auch das und sollen das Positive hier hervorheben. Das mache ich an der Stelle, und ich sage Ihnen, um die Verunsicherung auch hier abzubauen, 80% der Studiengänge an deutschen Universitäten und Fachhochschulen sind umgestellt auf Master und Bachelor. Die Arbeitsmarktakzeptanz der ersten Bachelor-Absolventen ist überwiegend gut. Die Zahl der Studienabbrüche geht seit Bologna signifikant zurück. Die Verkürzung der Studienzeit auf durchschnittlich 9,6 Fachsemester ist ein guter Anfang. Deutlich wird aber auch, und das sage ich auch aus beruflicher Erfahrung, wir leiden unter der jahrelangen Unterfinanzierung des Hochschulsystems. Und das ist kein Problem von Bologna, sondern das war auch schon vorher da. Wir haben zu wenig Investitionen in Personal und Sachausstattung. Die Reform wurde damals von Rot-Grün beschlossen, aber auch damals schon nicht mit den ausreichenden finanziellen Mitteln versehen. Darin, und meine Damen und Herren, liebe Frau Burchardt, Sie wissen es viel besser, darin begründen sich natürlich eine Vielzahl von Kritikpunkten. Ich habe Listen bekommen von Studierendenräten, die mir das genau gesagt haben. Und genau das sind die Punkte, über die wir hier sprechen. Wir brauchen, und das sage ich noch mal ganz deutlich, eine bessere Lehre und mehr Personal für die Betreuung der Studierenden. Zum Beispiel Professuren mit Schwerpunkt auf Lehre und so weiter. Die Koalition wird sich deshalb, und das will ich an der Stelle betonen, sich sehr intensiv mit folgenden Aspekten beschäftigen und Lösungen anbieten. Notwendig ist eine verbesserte Studienfinanzierung. Darüber werden wir reden. Es gibt entsprechende Anträge, das wissen Sie. Wir brauchen eine verbesserte Studienberatung, auch Studienfinanzierung, habe ich gesagt. Und hier gilt es, und das ist ganz wichtig, hier müssen wir Verunsicherung abbauen. Sie haben gehört im Ausschuss, bitte, ja, wir werden doch darüber reden, lassen Sie uns doch das im ganz konkreten Fall machen. Die HIS-Studie, auch das Thema Stipendien, das ist, was Sie immer ganz gern diskutieren an der Stelle. Sie haben gesehen an der Grafik, dass an den Hochschulen mit Studiengebühren die Zulassungszahlen steigen, haben Sie gesehen, und auch die Studienqualität steigt. An der Stelle ist es doch ein ganz wichtiger Punkt, das mal hervorzuheben.
Ja, ich glaube nicht, dass wir das verwechseln hier. Wir brauchen weniger verschulte Studienordnung, das haben wir gesagt, aber auch das ist eine Aufgabe der Hochschulen. Überlegenswert, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, ist ein bundesweites Tutorenprogramm zur besseren Betreuung der Studierenden. Warum? Weil Studierende eine Anlaufstelle in der Hochschule brauchen. Das muss nicht immer der Professor sein, sondern eine Anlaufstelle. Das kann man sicherlich auch gut organisieren, kostet vielleicht auch nicht so viel Geld. Wir brauchen eine verbesserte Mobilität durch größere Vergleichbarkeit der Studiengänge. Und deshalb beziehen wir die Hochschulen ein und sagen ihnen und wollen von ihnen auch eine bessere Nutzung der Spielräume. Das kann man und muss man den Hochschulen dann auch zugestehen, hinsichtlich der Dauer von Studiengängen und so weiter. Wir brauchen regelmäßige Bewertung der Qualität, der Lehre und Veröffentlichung von Ergebnissen der Qualitätseinschätzungen. Wir werden das ja umsetzen in dem Programm, das habe ich ja gerade gesagt. Wir werden deshalb, und jetzt sage ich mal, weil meine Redezeit jetzt zu Ende geht, wir müssen letztendlich als Bund und Land, im Bund und im Land, werden wir deshalb uns um den Aufbau und die Ausfinanzierung zusätzlicher Studienplätze kümmern. Wir werden den Bologna-Qualitäts- und Mobilitätspakt uns darum kümmern und die Qualität des Studiums und die Mobilität der Studierenden verbessern. Das nationale Stipendienprogramm, lassen Sie mich an der Stelle nochmal sagen, hat zum Ziel, 10% der Studierenden ein Stipendium zu geben, die BAföG-Novelle durchzuführen, um letztendlich ein gesamtes Paket zu haben in der Studienfinanzierung. Meine Damen und Herren, wir stecken nicht Geld in alte Autos, sondern das Geld in mehr Bildung. Wir machen unsere Hausaufgaben, meine Damen und Herren, und wir gehen fest davon aus, dass die Länder wie auch die Hochschulen ihren Beitrag leisten werden, damit Bologna ein Erfolg wird. Bologna ist ein Baustein zur Bildungsrepublik und die nächsten Schritte gehen wir mit den Verantwortlichen gemeinsam am 17. Mai 2010 beim Bologna-Gipfel. Ich bedanke mich. Für die Fraktion.